Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Roid 2. Wir gehen weiter bei Team vs. Team. Wir wollen in der Team-Bestenliste natürlich auf Platz 1 kommen. Und wir haben jetzt als nächstes Team Supermoto. Oh, okay. Da bin ich mal gespannt. Supermoto-Rennen habe ich eigentlich meistens einigermaßen gut gemeistert, aber irgendwie in den Einladung-Events war ja eins drin, wo ich nur Platz 2 geschafft habe. Ja, schauen wir rein. Wir kriegen sogar, wir könnten als Belohnung eine Supermoto bekommen oder ein Naked Bike. Okay, was eigentlich ja kein Supermoto ist, aber na gut. Wir haben zwei zur Verfügung. Wir nehmen mal wieder mein, sag mal, mein Standard-Bike dazu. Also ich auf meinem Fahrrad ist natürlich auch automatisch ausgewählt, sonst sieht es ein bisschen seltsam aus. So, einmal angekommen. Ja, eine lange Strecke ist es nicht. Aber wir werden ja auch nicht so schnell fahren. Also 111 Kilometer sind wir mit dem Bike schon gefahren. Auch eigentlich eine ganz schöne Strecke. Okay, es gibt 8 Positionen. Wieso bin ich eigentlich diesmal als Slasher gestartet? Okay, ich fahre gerade sehr schlecht. Ja, ist okay. Ich muss erstmal so wieder ein bisschen reinkommen. Hier mit der Supermoto ist natürlich wieder bedeutend anders zu fahren. Wieso bin ich jetzt weggerutscht? Weißt du, jetzt habe ich Schiss vorm Bremsen. Und dann fahre ich aus der Kurve raus. Was soll ich da machen, ey? Alter, schon wieder so leicht gerutscht. Gibt's doch gar nicht. So, oh no no no. So, oh, Alter, die gehen aber schon ein bisschen ab hier. Guck mal, der eine überholt mich hier wieder. Wie sieht's eigentlich aus? Vorne ist ein blauer. Oh, 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 oh. Ey, ich bin gerade sowas von gar nicht drin. Sowas von gar nicht. Nochmal ein blauer. Ja, okay, ein blauer wäre jetzt nicht so schlimm. Aber hier Platz 1 und Platz 3 sind halt rote. Und dann kann es vor den Teamsieg ein bisschen knapp werden. Wie viele Runden haben wir überhaupt? 3, ganz normal. Aber ich bin da gerade mega noch nicht drin mit dem Bike. Und bis ich wohl drin bin, fahren wir wieder mit den normalen Maschinen. Aber na gut, ich kann es leider nicht ändern, dass jetzt hier so ein Rennen mal zwischen reinkommt mit Supermoto. Ich meine, um Platz 1 zu bekommen, zu erklimmen. Ich wollte erklimmen sagen. Ja, müssen wir halt auch hier die Supermoto Challenge hier hinbekommen. Ja, der kürzt aber auch hier ein bisschen ab. Vor allem ist gerade relativ stabil. Wir haben den Vorteil, okay, wir haben schon mal den Vorteil, dass auf den letzten beiden Plätzen beide jeweils rot sind. Ich sollte es halt aufpassen, wenn mich der eine hier überholt, dass ich nicht zu sehr irgendwie behindere oder so. Nicht, dass der jetzt auch noch irgendwie, dass ein Roter hier noch überholt. Sollte damit natürlich ein bisschen schauen. Wir müssen ja ein bisschen hier im Team denken. Im Team? Im Team. So, Achtung. Ich war auf die Strecken halt immer so mit den engen Kurven und so. Ich meine, klar, das hat natürlich so ein bisschen das Typische mit der Supermoto, aber so rein vom Spiel-Gameplay her ist das schon sowas von extrem anders. Ich weiß nicht, auch in echt fahren, ich weiß es nicht. Also ich bin leider noch nie eine Supermoto in echt gefahren. Mich würde es ehrlich reizen oder so. Ich hätte ehrlich gesagt mal Bock, eine zu fahren oder, ja, jetzt hier noch die Strafe natürlich. Oder auch eine zu besitzen an sich, aber ja, bis jetzt fehlt halt auch das Geld dafür. Aber wenn ich so das Geld so ein paar tausend auf der Seite hätte, würde ich mir so eine Supermoto, na super, würde ich mir eine kaufen. Oh je, yeah, okay, hier bin ich weit rausgekommen. So, den ist das kein Problem, aber das Problem war, dass mich der eine auch noch überholt hat. Einer aus dem roten Team. Das geht ja mal gar nicht. Kollegen. Ja, besonders war das Rennen jetzt nicht. Ich hoffe aber, es reicht. Das hoffe ich natürlich sehr. Auch wenn ich jetzt nicht sehr viel geleistet habe, aber ich hoffe, mein Team, ja, hat gute Arbeit gemacht. Neues Abzeichen verfügbar, okay.
Ich krieg halt trotzdem 10.000 Credits. Richtig geil. Eigentlich für, was war's? Ich glaub, Platz 5 war ich. Platz 5 war ich, glaub. Also wir haben Punkte, Gleichstand sogar. Okay. Das ist natürlich auch ein bisschen heftig, aber ja, die Besseren haben gewonnen. Ja, dann wollte ich auch mal sagen, wieso sind wir jetzt eigentlich Platz 1? Im Grunde genommen würde ich doch sagen, dass eigentlich, also ich will mich jetzt ehrlich nicht beschweren, aber im Grunde genommen würde ich doch sagen, dass eigentlich das andere Team gewonnen hätte, weil wir gleich viele Punkte haben und sie haben auch noch den Platz 1 auf ihrer Seite. Deshalb verstehe ich das gerade nicht so ganz. Aber nun gut, ich will mich nicht beschweren. Wir machen noch das zweite. Was heißt das zweite? Noch ein zweites Team versus Team Rennen. Nee, es gibt ja sogar noch ein Motorrad, wo ich mitnehmen kann. Haben wir nicht sogar schon die KTM? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Kann ich das sehen? Also bei der Auswahl, ob ich die theoretisch schon habe? Ich weiß es gerade ehrlich gar nicht. So, wir haben hier eine Aprilia. Müsste ja eigentlich ja noch in der Kategorie Supermoto sein. Hier Naked Bikes. Ist jetzt die Frage, ich sehe jetzt hier an sich halt nichts. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht, ob das dann irgendwie doch ein anderes Modell war oder ob sogar ich dieses Bike schon besitze. Ich weiß, die Aprilia habe ich sicher nicht. Ja, aber supermotormäßig fahren wir halt auch nicht viel. Muss ich halt auch dazu sagen. Dann würde ich eher hier das Naked Bike nehmen. Gleich kommt so, sie haben so und so viel Credits bekommen, weil sie dieses Motorrad schon haben. Kommt es überhaupt? Ich weiß nicht. Ich weiß es ehrlich nicht, ob wir die jetzt haben. Also jetzt natürlich schon, aber ob ich sie schon davor hatte. Aber nun gut, bei der Aprilia hätte ich es gewusst, dass wir die noch nicht haben. Oder? Außer vielleicht irgendwo mal gewonnen. So, wir steigen auf Platz 9. Wir gehen zu den Classic Riders. Ich wollte schon nur Classic Riders sagen. Diese Fahrergruppe hat eine Leidenschaft für klassische Motorräder. Also so eine Art Harley-Davidson-Club oder so. Wobei es ja, glaube ich, keine Harley-Davidson hier im Spiel gibt. Okay, wir gehen nach Frankreich. Bis 512 Leistungspunkte. Wir haben hier die MV Augusta Naked Brutal 800 Dragster. Die würde eigentlich schon mal richtig gut passen. Die MT09 wäre mir theoretisch auch ganz lieb, aber die ist an sich ja sogar noch ungetuned. So, hier haben wir wir haben, welche habe ich jetzt bekommen? Ich glaube, die R-Version haben wir gerade bekommen, gell? Ja doch, ich glaube 70 PS war das. Ja, und wir haben die normale. Okay. Wieso ist die normale eigentlich besser? Okay, na, kann wohl. Sieht es nicht unbedingt getuned aus von mir. Naja, egal. Trotzdem würde ich mal sagen, ich würde dann eher die MT09 nehmen. Mit der MV Augusta sind wir auch schon einiges gefahren. Sind wir mit der MT09 nicht auch gefahren? Kann natürlich sein, dass wir hier ja vielleicht groß gar nichts getuned haben, weil wir gar nicht so viel tunen konnten, weil wir sonst irgendwie hier die Punkte überschreiten. Deshalb weiß ich nicht genau, weil hier kommen wir auch relativ schnell an das Limit ran. Oh ja doch, der Motor, sage ich schon, der Auspuff wäre noch ganz cool. Jetzt haben wir eine Arrow, eine Akrapovic. Also wie? Da ist sowieso ein Kreis drin in dem Auspuff. Sieht aus wie so ein seitlicher Looping, oder? Auch interessant. Okay, also das sieht aber auch ein bisschen mega aus. Fast schon ein bisschen zu viel. Hier noch in Carbon so ein bisschen. Würde ich mal sagen. Ja, nehmen wir die Akrapovic, würde ich sagen. Bei dir so ein bisschen raussteht. Sieht irgendwie so ein bisschen fett aus. So, wir haben noch 16 Punkte, wo wir was machen können. Hier
Da können wir beim Quickshifter können wir noch ein bisschen was machen. So, die anderen, das, die Kette und Renngetriebe und so, das lasse ich mal, weil das ist ja, glaube ich, nur um Einstellungssachen hier vorzunehmen. Und ja, wann habe ich die jemals gemacht? Wetten, jetzt brauche ich sie dann. So, die Frage ist jetzt natürlich hier, ja, grün oder so, pink, ob ich sie blau machen soll. Aber da gibt es keinen, nicht so einen ganz richtigen Farbton. Und diese fast schon schwarz lassen, fand ich gerade ein bisschen besser als das blaue. So, jetzt können wir noch hier bei den Bremsen noch was machen. So, bei den Sätteln. Ah, da sind wir dann zu hoch. Ja, dann bleibt es halt hier original. Weil ich denke mal, bei den Scheibenbremsen wird es auch zu hoch sein. Bei der Federung wohl auch. Aber ich finde das blaue, also die blaue Federgabel eigentlich richtig cool. Wieso geht hier, obwohl schwarz sieht dann auch ganz cool aus. Das Gold finde ich dann nicht so. Okay, wieso geht es hier ein bisschen nach oben? Aber das Blaue hat auch was, eigentlich. Aber machen wir es mal so. So, vom Aussehen her. Oh, wir können ja, glaub, hier noch. Okay, wir können auch die komplette Farbe natürlich auch noch ändern. Wobei ich eher das Blaue drin lassen würde. Finde ich persönlich eigentlich am besten. Ja, wenn es so ein richtiges, schönes Gelb wäre, dann würde das, glaube ich, auch richtig cool aussehen. Aber das ist so komisches Gelb. Griffe können wir lassen, wir können, da können wir noch die einen reinmachen, wir haben immer die da drin. So, das hinten können wir noch weghauen. So, hier vielleicht noch schwarze rein, ich denke mal blau wird auch nicht so vom Farbton her reinpassen. Ist zu hell, das ist auch noch zu hell. Also sieht es schon ein bisschen seltsam aus. Müsste vielleicht noch ein Ticken dunkler sein, dann muss es gut aussehen. Deshalb machen wir jetzt einfach hier schwarz. Und dann, ja, Reifen brauchen wir eigentlich. Ja, dann brauchen wir gar nicht gucken. Weil wir da eh schon rüberkommen. So, würde ich mal sagen, legen wir los. So, einmal in Frankreich angekommen. Ich hoffe, diesmal werden wir ein bisschen besser abschneiden. Guck mal hier auch, 76 Kilometer sind wir schon gefahren, also. Wir hatten das Bike natürlich schon mal, aber ich glaube, ich konnte es halt aus irgendwelchen Gründen nicht tunen, weil die Leistungspunkte schon hoch genug waren in der Kategorie, wo wir es gefahren sind. So, oh, sorry. Eigentlich soll ich hier groß nicht hier mich mit dem anlegen. Ist ja auch in meinem Team. Aber diesmal will ich Platz 1 sein. Alter, wieso? Okay, hier einfach voll weggeflogen. Komm, wieso drückt es mich hier so raus, obwohl eigentlich die Pfeile sagen, alles okay, gib Gas. Aber die Pfeile wollen mich verarschen. So, hier auch schon wieder so ein bisschen. Oh, der blöde Bordstein. Oder die Wand. Eins von beiden. Kommt mir blöd zu. Und der. Ah doch. Wie das aussieht. Ja. So, wir sind auch voll weit vorne hier. Wir haben mega Vorsprung. Schon wieder so seltsam zu fahren. Einerseits hätte ich ja zwischendrin die Supermoto und auch davor die anderen Maschinen. Die sind wieder so ein bisschen, kann man so ein bisschen sagen, träger wie die ganzen Sportmaschinen. Aber jetzt nicht nur von der Beschleunigung, auch so von der Lenkung her ein bisschen. Nicht, dass ich sie jetzt schlecht reden will. Aber man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen. Man denkt so, hey, man muss nicht so viel bremsen und so, weil man fährt ja nicht so schnell wie die Maschinen. Aber von der Lenkung her sind sie halt auch ein bisschen, ja, nicht unpräziser, aber halt, man kann nicht so weit sich reinlegen. Und dadurch kann man halt auch die Kurven nicht so eng fahren, wie man denkt, man könnte sie fahren. Und dann müssen wir nochmal runterbremsen oder schalt viel zu schnell dann in der Kurve. Guck mal, die ersten drei sind blau. Das sieht ja schon mal gut aus. Oh, ein roter ganz weit hinten. Was ist mit dem passiert? Ich denke mal fast, der hat den Unfall.
normal gefahren und so weit hinten, glaube ich jetzt nicht unbedingt. Er ist immer sofort vorne. Alter, wir machen dich voll fertig. Aber sowas von. Mega machen wir die sicher fertig hier. Vor allem, wenn wir jetzt schon teilweise so Vorsprung haben oder jetzt auch der Platz 1 auf mich schon und dann nochmal zwei ganze Runden, da wird es wohl ganz schön auseinandergezogen. Vor allem jetzt hier bei der Kurve kann man dann schön sehen, was hier kommt. Okay, der blaue wird von einem roten noch verfolgt, dann zwei weitere rote auf Abstand und dann irgendwo ganz da hinten kommt nochmal einer. Aber wirklich ganz hinten. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen auch schauen, dass wir so ein bisschen bei den Pfeilen bleiben. Ich gehe mal ein bisschen vom Gas. Ja, man merkt schon, dass es einen so ein bisschen leicht rausdrückt. Und jetzt kommt da schon wieder einer. Ich meine, okay, es ist nur ein blauer, kein Problem, aber wieso können die hier so durchrasen? Ich muss hier vom Gas runter und die düsen hier durch. Auch ein bisschen seltsam. Ah, fuck. Ja. Schon mega in Schräglage eigentlich. Ja, der geht hier ab. Okay, dann sind wir halt auch mal wieder nur Platz 3 in der Hinsicht. Aber im Team ist es natürlich ja egal, was von den Platzierungen man eigentlich hat. Am Ende nur, dass man genug Punkte zusammenzählen kann, um dann auf Platz 1 zu kommen. Und solange zwei blaue vor mir sind, es können auch 10 blaue vor mir sein, ist mir auch egal. Solange die vor mir sind, ist doch alles cool. Guck mal, irgendwie mega seltsam. Ist schon krass von den Rennmaschinen. Klar, auch okay, schon bei den Two-Stroke-Lovers war das schon ein bisschen extrem. Und dann auf die Supermoto, wieder extrem. Und dann wieder auf die hier, wieder so extrem. Weil ich eigentlich fast nur noch die Racing-Maschinen gewohnt bin. Und deshalb fahre ich teilweise auch so komisch. Aber ich glaube, vor allem hier Platz 1 fährt richtig gut. Wobei der Platz 2 gerade mega aufholt. Mich, ja, lassen sie einfach hier links liegen. Fahren einfach alleine weiter. Ich fahre aber auch, also gefühlsmäßig fahre ich glaube auch nicht gut. Ich habe jetzt irgendwie nur den Vorteil, dass das blaue Team gerade richtig gut ist und das rote mega schlecht wohl. Ich will gar nicht wissen, wo die sind. Doch, ich will wissen, wo sie sind. Können wir ja gleich bei der Kurve sehen. Vielleicht. Weiß nicht, den letzten Platz, ob wir den noch sehen. Wenn wir jetzt umdrehen. Ein blauer müsste doch noch kommen. Genau, der hat den einen roten auch sogar abgehängt. Richtig. Alter, wo sind die roten? Da einer. Jetzt zwei, drei. Na, ist der letzte. Alter, wie weit hinten. Schon ein bisschen krass. Mega. Aber guck mal, auch die zwei blauen vor mir. Keine Ahnung, wo die jetzt hingeflitzt sind. Die haben ja auch mega den Vorsprung. Ah, da vorne habe ich ihn gerade gesehen. So, hier haben wir jetzt meinen Abschnitt. Es zeigt mir nicht meine Zeit an, wie viel Vorsprung ich auf Platz 4 habe und wie viel Rückstand auf Platz 2. Das wäre eigentlich auch in einer gewissen Weise schon interessant. Vor allem, weil die ja so mega weit vorne sind. Wobei hinter mir ja auch schon eine große Lücke ist. So, ja. Viel passieren tut jetzt eigentlich auch nichts. Fast so wie auf Platz 1 im Grunde genommen. Wenn man die anderen alle so ein bisschen abgehängt hat. Vor einem nix, hinter einem nix. So, oh, das war knapp. Gerade noch so ein bisschen den Bordstein berührt. Ja, aber fahre ich jetzt schlecht oder nicht? Ich weiß es nicht. Also
In manchen Kurven könnte ich wohl schon ein bisschen besser sein, aber dass die dann so nach vorne schießen oder vor allem auch, dass die Roten so weit hinten sind, das irritiert mich gerade wieder so mega. Ich glaube, das waren schon ein paar Kurven dabei, wo die jetzt nicht so gut waren, aber dass ich dann trotzdem noch auf Platz 4 bis 8 so mega Vorsprung habe, das irritiert mich. So, wir düsen hier runter. Dann noch einmal die Kehre und dann können wir ins Ziel reinflitzen. Die anderen, oh ne, die sind noch nicht drin, wollte schon sagen, die sind wohl schon durchgefahren. Nein, verdammt, ouch. Lassen wir mal drin. Aber Platz 4 will ich nicht mehr werden. So, wir könnten mal den blöden Wheelie machen. Oh, das waren, glaube ich, keine 8 Sekunden. 8 Sekunden sind schon lang. Der war aber gar nicht mal schlecht. Aber 8 Sekunden hat wohl nicht gereicht. Leider, leider. Aber ja, trotzdem den Sieg nach Hause gefahren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir schauen im nächsten Part dann weiter bei dem Team vs. Team. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen. Ach, ich vergesse es an und wieder. Wir kriegen ja nochmal ein Bike. Jedes Mal denke ich nicht dran. Die könnten mich voll übers Ohr ziehen. So wie hier Bike, kriegst du nix. Wie kommst du drauf, dass du ein Bike bekommen könntest? So, was haben wir hier? Zwei ältere Maschinen. Okay, aber... Ja, ich weiß nicht. Das ist beides nicht so mein Style. Weil ich glaube, die Triumph habe ich auch schon. Deshalb nehme ich mal die hier.